Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute mal wieder ein weiterer Devlog zu meinem Spiel, Buildit. Was auf jeden Fall in dem Devlog bis dahin passiert ist, ist auf jeden Fall, dass man jetzt halt alles abbauen kann und wieder bauen kann. Bauen ging ja schon, aber abbauen noch nicht alles. Und auf jeden Fall, dass es jetzt zwei Autos gibt, dass man verschieben kann, wo die hinfahren sollen. Man kann zum Beispiel so sagen, dass die in dem Bereich nur fahren sollen. Da machen die das auf jeden Fall. Und die größte Änderung, seit dieses Spiel gibt, ist der Shop. Und seid gespannt, der ist echt cool. Und ich drücke in 3 Sekunden auf die Taste. 3, 2, 1, 0. Und ich finde, der schaut so cool aus. Also hier kann man auf jeden Fall alles auswählen, was es gibt. Und bald, falls ich noch mehr Sachen habe, die man bauen kann, kann man auf jeden Fall scrollen. Und ja, ich finde das so cool. Kann man auf jeden Fall auswählen, was man alles will. Man hat hier noch Kurven. Und dann ist die Bahn auch schon fertig. Und auf jeden Fall, man kann hier alles Mögliche bauen. Zum Beispiel könnte ich jetzt halt hier ein paar Hochhäuser bauen. Mit ein paar kleinen Häusern und das hier. Dann gibt es noch Kreisverkehr, wo man auch halt in jede Richtung bauen kann. Genau. Ja. Und was als nächstes kommen wird, sind auf jeden Fall, was ich versuche zu machen, sind Errungenschaften. Also wenn man zum Beispiel eine Stadt gebaut hat aus 200 Straßen, kriegt man zum Beispiel halt eine Errungenschaft und kriegt dadurch irgendwie sowas wie Münzen oder so, was man dann wieder im Spiel verwenden kann, und das wird auf jeden Fall cool. Genau. Ja, auf jeden Fall kommt dann auch noch ein paar mehr Sachen hier. Was ich auf jeden Fall in Planung bin, ist ein Parkplatz für das Hotel, dass man dann einfach daneben stellen kann. Ja. Und das wird auf jeden Fall auch cool. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ciao.